So, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, Sie haben es schon angekündigt, wir haben kurzfristig noch ein paar Konkretisierungen und Umstellungen in unserem Antrag umgesetzt und deswegen liegt Ihnen jetzt hier der Änderungsantrag vor, zu dem spreche ich jetzt auch ausschließlich. Ich möchte Ihnen den doch trotzdem noch mal vorstellen. Und zwar setzt sich ja die AfD ganz besonders für unser einheimisches Friseurgewerbe ein und nimmt eben aus diesem Grund heute mit diesem Antrag die teils sittenwidrige Konkurrenz durch Barbierbetriebe in den Blick. Wir fordern, dass der Landtag beschließen soll. Die Landesregierung setzt sich bei der Bundesregierung nachdrücklich im Sinne folgender Regelungsschwerpunkte ein. Für das Barbiergewerbe eine klassische Berufsbeschreibung festzulegen, in welcher unter anderem Dienstleistungen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Qualifikationen beschrieben werden, welche bundesweit Gültigkeit entfalten. Zweitens, in der Handwerksordnung einheitliche Eintragungsparameter für stehendes Gewerbe in Form von Barbierbetrieben vorzuschreiben. Drittens, Richtlinien für eine Berufsausbildung und Ausübung zum Barbier mit mindestens 2 Jahren Dauer zu schaffen und die einer einheitlichen deutschen Berufsausbildung gleichzusetzen ist. Viertens, das Barbiergewerbe in die Liste der zulassungspflichtigen Gewerbe nach Anlage A der Handwerksordnung aufzunehmen und eine Meisterpflicht nach § 7 Absatz 1 für die Eintragung in die Handwerksrolle einzuführen. Und fünftens, Ausnahmegenehmigungen nach § 7a und 7b sowie Ausnahmebewilligungen nach § 8 der Handwerksordnung für Betriebe des Barbiergewerbes nicht mehr zu erteilen. Meine Damen und Herren, die AfD ist eine bürgerliche Partei des Mittelstandes. Und als solche sehen wir uns in der Pflicht, einheimische Gewerbetreibende zu schützen. Wir wollen Gefahren frühzeitig erkennen und sie abwehren, bevor es zu spät ist. Dies betrifft auch kleine Unternehmen und Familienbetriebe. Ich will Ihnen 2 Beispiele nennen. Versuchen Sie einmal in einer größeren Stadt in Nordrhein-Westfalen ein deutsches Speiselokal zu finden. Sie werden in den meisten Fällen lange suchen müssen. Diese wurden in einem schleichenden Prozess weitgehend von Dönerläden und ausländischen Gastronomiebetrieben verdrängt. Warum? Waren die deutschen Inhaber nicht geschäftstüchtig oder war ihre Qualität schlecht? Nein, aber sie haben ihren Angestellten im Betrieb gute Löhne bezahlen wollen, während die ausländischen Betreiber, meist Großfamilien, wesentlich günstigere Kostenstrukturen hatten und andere Kalkulationsgrundsätze. Im Ergebnis finden Sie dort kaum noch Restaurants von deutscher Küche. Ähnlich lief es bei den Fliesenlegern. Aufgrund der von den Altparteien zu vertretenden Gesetze konnten zugewanderte Türken und Osteuropäer in großer Zahl ein Bleiberecht in Anspruch nehmen, wenn sie ein Gewerbe anmeldeten. Und obwohl diese Anbieter in der Regel keine vergleichbar gute Ausbildung besaßen, wie es die hiesigen Absolventen im deutschen Ausbildungssystem vorweisen konnten, wurden die deutschen Fliesenleger weitestgehend durch Niedrigpreisanbieter vom Markt verdrängt. Denn auch die Osteuropäer konnten aufgrund familiärer Strukturen völlig anders kalkulieren als deutsche Handwerker mit tarifgebundenen Mitarbeitern. Ähnlich geht es Estrichlegern, deren Dienstleistung kaum noch einheimische Betriebe erbringen. Und nun stehen wir in Sachsen-Anhalt mit den sogenannten Barbiershops vor einer ähnlichen Situation. In der Drucksache 7/45/45 teilte die Landesregierung mit, es gibt bundesweit keine einheitlichen Eintragungsparameter, die zur Eintragung von Barbierbetrieben in der Handwerksrolle führen. Die Handwerkskammer Halle Saale trägt keine Barbierbetriebe in die Handwerksrolle ein, da ein Barbier kein Handwerksberuf im Sinne der Handwerksordnung ist. Die Handwerkskammer Magdeburg dagegen schon. Ihr ist derzeit kein Barbiersalon im Kammerbezirk Magdeburg bekannt, der nicht in die Handwerksrolle eingetragen ist. Eine solch grundsätzlich gegensätzliche Interpretation der verschiedenen Regelungen führt zur Verunsicherung in Ämtern und bei Betreibern sowie zu Ungleichbehandlung innerhalb desselben Gewerbes. Das kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Deshalb soll das Parlament beschließen, dass die Landesregierung sich bei der Bundesregierung nachdrücklich dafür einsetzt, dass das Barbiergewerbe eine konkrete Berufsbeschreibung bekommt und in der Handwerksordnung einheitliche Eintragungsparameter für Barbierbetriebe vorgeschrieben werden. Aufgrund der unterschiedlichen Kundenansprache und gefördert durch Ausnahmebewilligungen der Handwerkskammer hat sich in Magdeburg offenbar ein reiner Herrenfriseur herausgebildet. Das widerspricht dem Berufsbild des Friseurs,
bei dem im weiblichen und männlichen Segment bedient wird. Um der gewerblichen Bartgestaltung einen das Berufsbild prägenden Rahmen zu geben, soll die Landesregierung beauftragt werden, bei der Bundesregierung Richtlinien für eine Berufsausbildung und Ausübung zum Barbier mit mindestens 2 Jahren Dauer zu verlangen, die einer deutschen Berufsausbildung gleichzusetzen sind. Klassische Kopfhaarfrisuren gehören nach Ansicht der AfD in das Berufsbild der Friseure und sollten nach Konsultationen mit Berufsverbänden nicht Bestandteil einer Barbierausbildung werden. Zu den letzten beiden Punkten unseres Antrages. Die Vorschriften zu den Zulassungspflichten, Ausübungsberechtigungen, Ausnahmeregelungen und Bewilligungen bei den genannten Paragraphen sind ebenso undurchschaubar wie unkontrollierbar. Da dürfen Haare rasiert und geföhnt, nicht aber gepflegt und gestaltet werden, um keiner Eintragungspflicht zu unterliegen. Klassische Rasur, orientalische Methoden der Haarentfernung am Ohr und an den Brauen sind erlaubt. All diese Kriterien erschweren eine nachhaltige Kontrolle. Zudem schreibt die Landesregierung, dass die Handwerkskammer Magdeburg unter der Bezeichnung Barbiersalon diejenigen Friseur-Handwerksbetriebe versteht, die ihr Leistungsangebot ausschließlich an männliche Kundschaft richten und ausländische Inhaber besitzen. Die Unterscheidung zwischen ausländischen Inhabern bei der Berufsbenennung dürfte wohl gegen die Bestimmung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes verstoßen. Das Wichtigste aber sind die Kontrollen von Ausnahmen und Umsetzung unserer Gesetze. Diese finden nach Mitteilung der Landesregierung nur anlassbezogen statt. Und selbst diese eher seltenen Kontrollen verteilen sich noch dazu, je nach Zuständigkeit, auf Gewerbebehörden, Ordnungsämter, für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständige Behörden, Hauptzollämter und das Landesamt für Verbraucherschutz. Daher wollen wir keine Ausnahmen mehr für Barbiere durch die Anwendung der Paragraphen 7a und b sowie 8 der Handwerksordnung zulassen. Sie sind Hauptursache, dass eine Umgehung der Beschränkungen, zum Beispiel nur Bartschnitt oder höchstens Herrenhaarschnitt, möglich ist. Wenn Barbierbetriebe Kopfhaarschnitte anbieten wollen, muss für sie von Beginn an die klassische Meisterpflicht gelten, die auch für Friseurbetriebe gilt. Das heißt, dass eine Meisterprüfung abzulegen oder einen Friseurmeister einzustellen ist. Ausnahmegenehmigungen für Barbierbetriebe sind ab Inkrafttreten der Änderung nicht mehr zu erteilen. Um der Verantwortung bei der Berufsausübung gerecht zu werden, bei welchen mit gefährlichen Klingen an Kopf und Hals von Menschen hantiert wird, soll der Betrieb von Barbiersalons selbst zu einem eintragungspflichtigen Gewerbe nach Anlage A Handwerksordnung heraufgestuft werden. Mit diesem vorgestellten Maßnahmenkatalog soll gewährleistet werden, dass einheimische Friseurbetriebe mit zeit- und kostenintensiver Meister- und Mindestlohnpflicht nicht durch wettbewerbsverzerrende und sittenwidrige Konkurrenz von Barbierbetrieben verarmen. Leider bestätigen die seltenen Kontrollen eine hohe Bereitschaft von Barbierbetrieben, die bestehenden Vorschriften zu umgehen und eben doch widerrechtlich Friseurleistungen zu erbringen. Die Einnahmen fehlen unseren einheimischen Friseuren bei der Sicherung ihrer Arbeitgeberverantwortung für ihre Mitarbeiter und die öffentlichen Sozialkassen. Der AfD liegen bereits jetzt zahlreiche Beschwerden von einheimischen Friseuren vor, die sich über die unlautere Konkurrenz und Preisdrückerei seitens der Barbiersalons beschweren. Herrenhaarschnitte zu Dumpingpreisen von unter 10 Euro. Dabei wird immer wieder kritisiert, dass dort nicht genehmigte Leistungen erbracht werden, die aber durch die seltenen Kontrollen kaum entdeckt werden. Selbst das MDR-Fernsehen berichtete bereits über diese Problematik. Dort nannte ein Friseur 11.000 Euro Kosten bis zum Erreichen der Meisterprüfung. In einem Test mit versteckter Kamera haben alle getesteten Barbiersalons, alle mit ausländischem Inhaber, widerrechtlich für 7 bis 8 Euro Haare geschnitten. Nur einer davon hatte den Meisterbrief. Die Stadt Halle war zu keinem Interview bereit und teilte dem MDR dazu schriftlich mit, man habe gegen 8 Barbierbetriebe Ordnungswidrigkeiten Anzeigen erstellt. Bei einer solchen Missbrauchsquote, meine Damen und Herren, können Sie sich selbst ausrechnen, wie die Gesamtlage ist. Die singulären Prüfungen und die wenigen Sanktionen sind doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Allein bei der Handwerkskammer Halle-Saale sind 136 Betriebe mit einer Ausnahmebewilligung nach § 8 HWO eingetragen. Entsprechende Kritik übt in dem NDR-Beitrag auch die Handwerkskammer Halle.
wegen der erheblichen Beiträge, die Friseurbetriebe für ihre Angestellten in die Sozialkassen zahlen. Abschließend bleibt der Vorwurf einiger Friseure zu erwähnen, dass sich viele dieser Barbiersalons mit ausländischen Inhabern pro forma, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, pro forma 200 € Jobs für Landsleute bereitstellen, die damit als abgelehnte und geduldete Asylforderer einen Integrationsnachweis zwecks dauerhafter Duldung vortäuschen. Stimmen Sie bitte unserem Antrag zu und zeigen Sie damit unseren betroffenen Friseurbetrieben, dass dieses Parlament an der Seite unserer Kleinunternehmer steht. Vielen Dank.